sollte man nicht zu sehr trauen. Man sieht sich im Spiegel, wie man sich sehen möchte. Trotzdem wird ein Schauspieler jede sich bietende Möglichkeit nutzen, sich im Spiegel zu sehen, sei es eine Fensterscheibe oder seien es die Augen des Gegenüber. Denn wann immer ich fühle, jetzt bricht mir das Leben beinahe das Genick. Oh, tauch ich ein in mein Fläschchen Mascara und sag dann mit strahlendem Blick, ja, ich erkenne jetzt, die Hoffnung stirbt zuletzt. Kenne ich bei mir weniger und weniger. Ich versuche weniger und weniger Nervosität im Leben zu haben, weniger Ungeduld mit anderen vor allem, aber auch mit mir selbst. Hektik bringt nichts. Wenn man keine Zeit hat, muss man sie sich lassen. Familie ist schwer mit dem Beruf in Einklang zu bringen. Und gehört zum Glück zum rein Privaten. Theater ist Beruf und Arbeit und sind Kollegen, sind künstlerische Partnerschaften, es können Freundschaften daraus entstehen, aber ich würde es nie als Familie bezeichnen. Also hör zu, die Helene hat sich verlobt. Sie hat sich verlobt. Mit dem Stani. Sie will ihn. Warte noch, nicht mit dem Stani. Nicht mit dem Stani. Mit wem denn? Gratuliere sie mir. Fürs Publikum spielen wir, fürs Publikum arbeiten wir. Bevor das Publikum nicht da ist, hat das Ganze keinen Sinn. Das verstehen manche Regisseure nicht. Publikum ist das Element, das zum Theater dazugehört. Ohne das Publikum funktioniert das nicht, was da gemacht wird.